Willkommen zur 23. Tja, 30er-Zone, rechts vor links. Worauf? Ja, worauf wartest du? Also, nee, doch, nein, ja, vielleicht auch nicht und tschüss. Ja, achte mal ganz links auf DHL. DHL meint, der Fußweg ist auch einer der Parkplatz. Da kann man mal den ganzen Fußweg vollparken. Und die Stadtreinigung direkt auf dem Radfahrstreifen. Auch sehr schön. Tja, meine Lieblingsstraße. Einbahnstraße in beide Richtungen für den Radverkehr freigegeben. Eine unübersichtliche Kurve. Jedes Mal hofft man, dass nicht gerade jemand um die Ecke kommt, wenn man auch um die Ecke kommt. Es macht auf jeden Fall Spaß, hier lang zu fahren. Und nein, wir sind hier nicht auf dem Dörben, wir sind mitten in Hamburg. Auch wenn man das so nicht glauben mag. So, einmal links rum bitte. Wir fahren auf der Straße weiter, um auch die Ampel zu bekommen. Ja, das meint der sich auch. Und der auch. Vor allem der. Wieder meine Lieblingsstraße, diesmal am Tag. Hier wäre vielleicht so ein großer Spiegel gar nicht schlecht. Ah, frei. Naja, fast. Und ins Grüne. Baustelle 30. Ist ihm wohl egal. Tja, da vorne stellen sie die Hütchen auf. Pech gehabt. Ach, wen interessiert schon eine rote Ampel? Einfach rüber. Hauptsache Wuffi ist mit dabei. Wieder die Baustelle. Diesmal mit Hütchen. Ja, wo kommst du denn her und wo willst du hin? Einbahnstraße. Diesmal der Anfang der Baustelle. Rote Ampel. Ach, was interessiert mich das? Vierspurige Hauptstraße. Pff, scheiß drauf. Ich muss zum Job. Tja, dass es auch anders geht, sieht man hier. Da kommt der Rote einem entgegen. Er will jetzt schon zur Seite reinfahren. Ich sage nur komm. Und er bedankt sich. Wunderbar. Was soll ich jetzt hier in die Engstelle reinfahren und ihn nerven? Kann er doch durchfahren. Da kommt der Nächste. Ich sage komm. Aber er will nicht. Man muss nicht immer auf sein Recht beharren. Man kann auch mal einen anderen vorbeilassen. Das tut keinem weh. Was aber jemandem weh tut, ist, wenn jetzt der Radfahrer dem Autofahrer da hinten reinfährt, weil der meint, er müsste auf der Abbiegestelle der Radfahrer stehen. Sehr guter Parkplatz. Mitten im Kreuzungsbereich, mitten da, wo die Radfahrer abbiegen. Fantastisch. Warum der Radfahrer hier nicht auf der Straße fährt? In der 30er-Zone? Keine Ahnung. Da muss Oma ihr Enkelkind retten, weil er meint, er müsste auf dem Fußweg dran vorbeifahren. Fantastisch. Wieder die Baustelle.
Kann man machen, muss man aber nicht. Nein, muss man wirklich nicht. Vor allem, ich fahre laut Tacho schon 31. Hier ist 30 erlaubt. Warum muss man da unbedingt überholen? Es darf eh nicht schneller gefahren werden. Ja, jetzt kommen wir zu meiner Lieblingsstelle, nämlich Veloroute 7, neu ausgebaut. Hier ist jetzt schon der neue Teil. Veloroute geht rechts weiter. Wenn man Pech hat, steht man an dieser Ampel, wenn die gerade rot geworden ist, 3 Minuten. Warum man hier keine Rechtsabbiegemöglichkeit für die Radfahrer eingebaut hat, ohne dass die auf die Ampel warten müssen, habe ich nicht ganz verstanden. Da gibt es eine Kontaktschleife, die löst auch meistens aus, manchmal nicht. Dann fährt man vor, zurück, links und rechts, weil der Drücker ist schon recht weit weg. Und dann steht man da. Und man steht da. Und man steht da. Ich habe immer gedacht, die Velorouten sollen eigentlich dazu da sein, dass man schnell und bequem an sein Ziel kommt als Radfahrer. Ja, schnell weiß ich nicht. Oh, es hat geklappt. Es ist grün. Hier waren früher Radwege, die hat man durch den Radfahrstreifen ersetzt, was ich an sich gar nicht schlecht finde. Also es fährt sich auf jeden Fall sicherer und bequemer als auf dem Radweg. Aber diese Abbiegespuren hier immer wieder. Also ich meine, jetzt während der Corona-Zeit ist nicht so viel los. Aber wer soll denn hier, das ist eine Hauptverkehrsstraße, wer soll denn hier, auch wenn da diese Pfeile nett aufgemalt sind hier immer, wer soll denn da irgendwie links rüberkommen? Also, und wer macht das vor allem? Das verstehe ich immer alles nicht. Das gibt es auf beiden Seiten. Immer diese Abbiegespuren. Und da muss man nach hinten gucken und hoffen, dass gerade keiner von hinten, so wie der, an einem vorbeirauscht. Nee. Also wer sich das ausgedacht hat, den habe ich. Nee. Den habe ich nicht verstanden. Vor allem die Veloroute führt gleich links an der Kreuzung, links weiter. Und direkt hinter der Rechtskurve hier kommt jetzt gleich der Abbieger für die Radfahrer. Das heißt, wenn ich links der Route folgen will, hier bin ich jetzt ein bisschen früh dran, weil ich komme ja hier hinten gar nicht mehr rüber, ist hier die Abbiegerspur. Ich muss 2 Spuren links rüber in der Hauptverkehrszeit, um auch hier auf diesen Abbieger drauf zu kommen. Also, wer überlegt sich das? Wenn man ein bisschen aufpasst oder ein bisschen hinguckt, hier rechts hinter der Ampel ist nochmal ein Abbieger eingebaut. Nur leider wartet man, wenn man dort steht und links rüber will, 3 Ampelschaltungen ab. Dann dürfen die Rechtsabbieger, auf der wir hier stehen, schon dreimal abbiegen, bevor man selber überhaupt grün bekommt. Also entweder funktioniert die Kontaktschalte oder nicht. Oder es ist so einprogrammiert. Ich weiß es nicht. Wer will denn 3 Vorgänge, danke fürs Überholen. Vielen, vielen Dank. Wer will denn da dreimal warten? Ach doch, links abbiegen. Na gut. Schön. Das Bus heißt übrigens, dass da die Spur für Busse ist. Da dürfen Busse langfahren. Die sind also meistens sind die größer als diese Autos da. Naja, man weiß es nicht so genau. Vielleicht waren es ja doch Autos. Busse. Vielleicht waren es ja Busse. Hätte sein können. Vielleicht habe ich mich auch verguckt. Aber dann war die Linie nicht doch auch eigentlich durchgezogen? Naja. Hat die beiden wahrscheinlich nicht interessiert. Und danke.
Naja, lieber hier schnell links runter. Lieber weg hier.